ganz hervorragend. Mm. Unglaublich lecker. Das war wirklich lecker. Ein Lob an die Köchin. Mm. Ganz köstlich. Ganz ausgezeichnet. So, ihr Lieben, ich habe hier noch ein bisschen Wein, der darf nicht umkommen. Für Sie den guten Dornfelder. Ja, sehr gerne. Dann nehme ich doch auch gleich einen dicken Schluck. Danke, danke. Prost. Prost. Verehrte gnädige Frau, lieber Herr Meier, hier nun noch ein leckeres Dessert von meiner geliebten Frau. Das ist das Geheimrezept der Familie. Ganz empfehlenswert. Etwas Süßes in Ehren soll ja niemand verwehren, richtig, Kinder? Was gibt es denn Schönes? Cremegötter. Alternativ könnte ich auch Creme Karamell anbieten. Dann nehme ich Creme Karamell, bitte. Und die Herren? Cremegötter, das ist das Größte. Cremegötter. Den müssen Sie probieren. Noch nie gehört. Also gut, Liebes, dann bring uns zwei Cremegötter. Das ist ein ganz besonderer Pudding aus dem Wald. Hervorragend! Hopp. Ja, also zwei Cremegötter und zwei Creme Karamell hole ich eben aus der Küche. Allerliebst. Danke sehr. Allerliebst. Schauen Sie mal, das sieht doch gut aus, oder? Ich habe so viele Stunden heute in der Küche verbracht und es hat mir so viel Freude bereitet, weil wissen Sie, ich wollte ja meine Gäste mal so richtig verwöhnen, aber so richtig mit Leckereien. Und ich bin gespannt, wie es ankommt. Ja. Verehrte gnädige Frau, lieber Herr Meier, es ist heute 5 Jahre her, dass meine Frau und ich, Ihre Ehefrau und Sie auf dem Konzert in Bremen bei Udo Jürgens kennengelernt haben. Udo Jürgens. Und dass wir seitdem und dass uns ja wohl so etwas wie eine Freundschaft verbindet, das ist ein Grund zum Feiern. Und ich möchte... Und wenn wir jetzt das Glas erheben, ich meine, wir sollten das förmliche Sie. Also, ich heiße Uwe. Bravo! Sigi. Rosi. Prost! Prost! Ach, ich habe eine schlechte Nachricht. Nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe ausgerechnet 2 Cremegötter und einer davon ist mir jetzt runtergefallen. Ach, dann nimmst du ihn. Ich bin gerade so aufgelöst. Ja, dann teilen wir das brüderlich, ja? Ist das okay? Ja, geteilte Freude ist ja auch doppelte Freude, ne? Und du stehst jetzt ja in einer Berufsausbildung, habe ich gehört, Uschi, richtig? Ja, 2 Jahre in der Kosmetikerschule. Doch Sigi, sag, deine Frau ist doch jetzt auch berufstätig, oder? Rosi reitet jetzt 3-mal die Woche. Toll! Ja, ich komme mir sonst zu Hause auch völlig überflüssig vor. Sehr gut. Als Frau braucht man eine sinnvolle Aufgabe. Ja, und Reiter werden ja wohl auch überall gebraucht, ne? Ja. Auf jeden Fall. So, hier nun 2 Creme Karamell und 1 Creme Götter. Vielen Dank. Köstlich. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Dankeschön. Uwe? Fang du an, Uwe. Nein, Sigi. Doch, Uwe, ich bestehe nämlich drauf. Na gut, dann machen wir das so. Ich mache hier genau die Hälfte. Genau die Hälfte. Besser als Schlingel. Und was war der? So ein lieber Kerl ist das. Die Hälfte war ausgemacht. Willst du damit etwa sagen, dass ich dich übervorteile? Nein. Das kann doch nicht sein. Es klang aber so. Also mit seinem Cremegötter versteht Sigi nun keinen Spaß. Du hast aber auch wirklich zugelangt, Uwe. Aber nur versehentlich. Es gab nur noch 1 Cremegötter und den wollten wir teilen. Ach, ja doch. Nun lass doch, Uwe. Hier wäre die Hälfte gewesen. Genau hier. Boah, na hier. Das kann doch nicht sein, aber diese Hälfte ist mehr als die, die ich gegessen habe. Also Sigi. Du kannst ja gar nicht beurteilen, wie viel das war. Denn was nicht mehr da ist, kann man gar nicht beurteilen. Das geht alles doch. Aber ich kann beurteilen, wo die Hälfte ist, die noch da ist. Nämlich hier. Kannst du das eben nicht. Aber es ist...
Du hast doch eben noch darauf bestanden, dass ich die Cremegötter teile. Weil ich dummerweise mit deiner Zuverlässigkeit gerechnet habe, ja? Nein! Weil du damit gerechnet hast, dass ich mir aus Höflichkeit die kleinere Hälfte nehmen würde. Aber das Schwachsinn ist doch... Also so ein Gierschlund, das ist nicht zu fassen. Ich hätte ihn schon aus Gastfreundlichkeit viel mehr überlassen. So ein Vielfraß. Nein, nein, nein. Uwe, wie kannst du so etwas sagen? Das ist doch nicht also mit mir! Also ihr verderbt uns den ganzen Abend. Na, 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 na. Sie haben mir von Cremegötter kaum was übergelassen, ja? Und dann wagen Sie es auch noch. Es ist ich wage es zu behaupten, dass Sie mich übervorteilen wollten. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Die kann ich mir in dieser Art und Weise nicht bieten lassen. Ich habe noch zwei Wackelpudding gefunden. Ach, gut, ja? Ah, Gott sei Dank! Ach, es ist zwar nicht selbstgemachter Wackelpudding, aber immerhin konnte ich noch welchen finden. Also ich finde, Frau Meier, wohl sein. Kann man ja hier wohl nochmal ein vernünftiges Gespräch führen, ohne andauernd unterbrochen zu werden, ich verbiete Ihnen, in diesem Ton mit meiner Frau zu reden. Doch, also ich nehme mir jetzt heraus, dass wir jetzt gehen, ja, Schatz? Bitte, ja? Ja. Okay. Man soll auch auf Konzerten keine Bekanntschaft machen. Ganz deiner Meinung, also Schatz. Tschüss. Ja. Ihr habt uns doch zuerst mal gequatscht. Hau doch ab! Also sowas hast du das gehört? Mann! Ich verstehe das gar nicht, wie wir auf so einen Pack hereinfallen konnten. Komm, wir gehen hier nach Hause, Schatz. Ja. Wir kommen hier nie wieder am Pferd. Ich will das einfach nicht ein. Die Menschen heute wissen ja auch nicht mehr, was sich gehört.